Und damit begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2017 Editor hier auf Philips Gaming mit mir, dem Felix. So, ich mache gerade hier so einen kleinen imposanten Überflug, imposante, so nennen wir das, übers Lama. Ich muss noch ein bisschen an Höhe gewinnen, dann wird es ein bisschen schneller, über unsere bisher erbaute Anlage. Und heute stehen wir mal nicht ganz im Zeichen Editor, sondern heute will ich mal ganz einfach ein bisschen fahren, Schrägstrich ein bisschen testen, ob alle Weichen funktionieren, weil da gibt es ab und zu mal Probleme, dass da beim Schalten, bei mir zumindest, ist das Spiel ab und zu sein kann, dass es abstürzt, und das möchte ich dementsprechend herausfinden, ob das halt hier auch auf dieser Anlage so der Fall ist, dass es da ein, zwei Weichen gibt, wo es so sein könnte, dass das Spiel abstürzt. Ja, dafür habe ich mir mal hier einen langen Kohlezug gemacht, mit dem wir jetzt einfach mal in den Bahnhof einfahren. Wir stehen jetzt quasi hier am Einfahrtssignal mit unserer Baureihe 44. Eigentlich habe ich auch die Deutsche Reichsbahn rausgesucht, die ja. Und wir haben jetzt in dem Fall vor, dass wir einmal hier hoch auf die dafür vorgesehenen Gleise fahren. Genau. Dann nehmen wir aber das rechte Gleis und dann warten wir hier über die Brücke und dann in das Kraftwerk, Kohlekraftwerk oder je nachdem, was dann fahren. So, aber eigentlich habe ich aus einem ganz anderen Grund gewählt, dass wir heute mal hier diese Testfahrt machen. Und zwar... Gut, lassen wir sie mal kurz huben. Weil ich ein bisschen was reden muss. Das sind deutsche Bundesbahnwagen, ja, ich weiß. Aber ich finde einfach keine ordentlichen Reichsbahnwagen. Ja, wir müssen nämlich reden, weil das, diese Folge hier, Folgenteil, keine Ahnung, 35, kann das sein? Nee, glaube ich nicht, plus 35 oder 45 oder sowas. Das wird der letzte Teil sein auf diesem Kanal. Damit meine ich, wir haben uns, man kann ja ganz offen drüber reden, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, ganz einfach. Klingt ein bisschen wie in einer Beziehung oder so, aber in dem Fall ist es nicht so. Ja, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, was das Thema die drei aufnehmenden Parteien angeht. Carsten, Philipp und ich. Und da ich und Carsten, oder wir beide, der Carsten und ich, wir uns schon sehr lange kennen, haben wir uns ganz spontan, also der Carsten hat mich wirklich angeschrieben und wir haben uns ganz spontan dazu entschlossen, irgendwie müssen wir was ändern. Und zufälligerweise ist direkt am gleichen Tag quasi dieselbe Meinung unparteiisch, also ohne dass das schon von uns wusste, auch von Philipp gekommen. Und wir haben uns in der Hinsicht dann getraut zu sagen, dass an dieser Stelle dann jetzt Schluss ist. Die Stelle ist dann, glaube ich, der 14. November, ab da an wir hier auf Philips Gaming nicht mehr wirklich mitwirken. Ja, das hat halt den Hintergrund, wir haben uns in irgendeiner Art und Weise auseinandergelebt, jeder hat irgendwie seine eigene Meinung und macht halt sein Ding dementsprechend auf dem Kanal. Und die Sache mit dem Carsten und mir ist halt dann die, dass wir beschlossen haben, dann einen neuen Kanal zu machen, wo wir einfach mal in der Hinsicht unsere Chefs sein können. Das klingt ein bisschen blöd, aber ist halt ganz einfach so. Und das heißt, ab diesem 14. November zur Erscheinung des Videos, ist das am darauf folgenden Tag, haben wir dann auf unserem eigenen Kanal namens CarsLix dann unsere Sachen ganz einfach weiterzuführen. Also wir haben dann vor, auf diesem Kanal dann mit diesem Kanal anzufangen und dann dort unsere Sachen zu machen. Also ich bin gerade ein bisschen gespannt, ob der Güterzug komplett reinpasst. Ich habe eigentlich ausgemessen, eigentlich sollte er reinpassen. Ich wollte mal ganz kurz anhalten und dann wieder schön anfahren, bevor wir im Berg hochfahren. Genau, dass dann unsere Let's Plays, also was bei mir halt hauptsächlich Train Simulator ist, ne, dann einfach auf diesem Kanal weitergeführt werden. Und in dem Fall ist es dann halt auch beim Carsten Planet Coaster und noch seine anderen Projekte, ich kann die nicht alle aufzählen, der hat so viel. Und in der Hinsicht haben wir halt uns jetzt von Philipp dann ab morgen, wenn ihr das Video am Erscheinungsdatum schaut, so abgelöst und werden dann auf diesem Kanal CarsLix, vielleicht blende ich es auch gerade ein oder sowas, irgendwie
dann unsere Let's Plays weiterhin machen. Dementsprechend ist das dann halt auch für euch also wenn ihr weiterhin dieses Let's Play verfolgen wollt, natürlich bauen wir auch ganz normal an dieser Strecke weiter und alles. Boah, geil, wie jetzt die Wagen gerade hinten aufgerollt sind. Deswegen quietscht das so krass. Ah, passt aber perfekt rein, genau. 350 Meter sollten es sein, glaube ich, mit Lok. Genau, dieses Let's Play wird halt ganz normal weitergeführt. Es bleibt alles, das Einzige, was ich glaube, der Unterschied ist, dass wir ganz einfach wieder mit der Zahl 0, mit der Zahl 1 anfangen. Aber so werde ich an dieser Strecke weiterbauen und alles weiterhin führen. Nur halt nicht mehr unter dem Namen Philips Gaming, sondern unter dem Namen Carslix. So. Ah. Das Geräte. Habe ich eigentlich jetzt erstmal alles soweit erklärt. Warum? Das sind viele Faktoren, wenn jetzt irgendwas in den Kommentaren kommt. Also, warum genau, weshalb? Also, es ist halt ganz einfach so. Müsst akzeptieren, na, ich bin auch Böse, der jetzt nicht unbedingt meint, hier mit wechseln zu wollen, aber es wird halt, schätze ich mal, solange sich der Philipp keinen Train Simulator kauft, kein Train Simulator auf Philips Gaming kommen. Und in dem Fall, wenn es euch bis jetzt hier gefallen hat, das was der Carsten und ich gemacht haben, dann würden wir beide uns freuen, also ich spreche es auch einfach mal im Namen vom Carsten, wenn ihr dann mit dann auf unseren neuen Kanal Carslix wechseln würdet. Ja, wird nichts anderes sein. Wir werden auf jeden Fall, gerade ich, ein bisschen versuchen, Carsten, also wir beide haben uns das so für uns beide geschworen, wirklich ordentliches Zeug zu machen. Mit ordentlich meinen wir ganz einfach, wir versuchen, so gut es geht, unsere technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Was ich persönlich für meine Meinung nach bis jetzt hier auf Philips Gaming noch nicht komplett genutzt habe, weil ich einfach nie die Lust dazu hatte. Aber jetzt mit so einem Neuanfang muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, so mit ein, zwei anderen Sachen und sowas, was man mal so verändern kann in den Videos, war das bestimmt richtig cool. Und in der Hinsicht versuchen wir ganz einfach, vielleicht die Fehler oder die Sachen, die bis jetzt uns noch nicht gefallen haben, weil wir es nicht so ganz entscheiden konnten, jetzt einfach auf diesem Kanal für uns durchzusetzen und dann dort auch zu machen. Aber ich muss gerade ehrlich sagen, wir sprinten hier gerade schön den Berg hoch, oder? Sprinten, na gut, 23 km/h. Aber wir bleiben schon mal nicht... Okay, jetzt hat man gerade langsamer. Ja, es wird hier, glaube ich, auch auf diesem Kanal keinen weiteren großen Aufruf darauf geben, weil wir wollen da jetzt keinen großen Klambam drum machen. Ich weiß nicht, ob der Philipp da nächste Woche, glaube ich, irgendwie ein Video dazu produziert. Das könnte schon sein. Und ja, also, na, ich kann wirklich nur sagen, Carslix heißt jetzt dieser Kanal, wurde auch schon angezeigt, wenn ihr den eingibt auf YouTube ganz normal. Und wir mit unserer besten Freunde, so viel Spaß wie wir nur aufbringen können, werden wir dann in diesen Kanal setzen, Mühe, ne? Und boah, ist das geil gerade, wie die hier hochmachen. Zwar langsam, aber geben wir mal ein bisschen mehr Dampf. Ja, es geht schon, ne? Also, ich bin nicht so der große Dampflokfahrer, aber ich will... Oh, das ist gerade geil, jetzt über die Brücke. Das erste Mal, dass ein Zug hier drüber fährt. Ah, das sieht geil aus. Das sieht geil aus, die Stahlkonstruktion. Mit dem, oh, geil, mit den Steinen rechts und links. Ich wollte gerne noch vor der Weiche anhalten, dass ich abkoppeln kann. Also, es ist auf jeden Fall schaffbar, unsere Steigung, ne? Die ist nicht zu steil in irgendeiner Art und Weise. Ja, passt. Damit wir noch mal ein bisschen bei dem Thema Eisenplan hier bleiben. Ja, so über Projekte oder sowas, die da kommen sollen, kann ich noch nichts so richtig sagen. Wir machen erstmal das weiter, was wir hier angefangen haben auf Philips. Und neue Projekte werden auf jeden Fall kommen, weil gerade die Sache, was ich mir mit den Carsten so ausgemacht habe, was halt hier auf diesem Kanal leider in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen ist, ne? Man muss ganz ehrlich so sagen, Multiplayer-Projekte. Wir wollen wirklich nicht viel Multiplayer-Projekte, also momentan ist so der Plan, mag höchstens auch bloß ein Video am Tag, aber wir wollen auf jeden Fall mit unseren Kumpels irgendwie, die noch da sind, scheiße, ich kann ja gar nicht umsetzen, dafür ist das Gleis viel zu kurz, okay, irgendwie wollen wir gerne da ein bisschen mehr reingehen, oder bloß der Carsten und ich, dass wir wieder ein Spiel machen, was er da gerade gemeint hatte, dass Portal da zum Beispiel ihm ganz Spaß gemacht hatte, muss ich sagen auch, also na, wir haben die gesamte Multiplayer-Bereich durchgespielt, also natürlich das ganze Zeug, was es dann auf Steam noch im Workshop gibt. Und ja,
So, ich würde mir gerne nochmal die Ludmilla hier hinten schnappen. Dann ziehen wir den Zug wieder runter. Licht an. So, muss noch Weichen stellen. Das sollte bloß eine. Nee. Die und die DKW. Und dann sollten wir dort hochkommen. Genau. So. Ja, ne? Wer wechseln will, kann es liebend gerne tun, ne? Wem das jetzt alles hier irgendwie zu blöd ist und so, der muss natürlich nicht unbedingt zwangsläufig auf den Kanal. Ist natürlich schöner für uns gleich, dass wir dann ein bisschen die Community, die wir schon hier haben, ein bisschen mit auf dem Kanal weiter haben und dementsprechend die Ansprechpartner einfach weiterhin vorhanden sind, mit denen wir was hier zu tun haben. Aber ja, ich schätze mal, ab nächster Woche wird da ein bisschen mehr Pep bei uns sein, gerade weil ich hier ein bisschen Lust verloren hatte, Videos zu machen. Aber gerade jetzt, wenn ich hier so ein bisschen rumfahre, einfach mal ein bisschen rangiere, mal nicht bloß drinnen sitzen in der Lok, sondern mal ein bisschen draußen rumgucke, was wir hier aufgebaut haben, gefällt mir das gerade sehr gut. Hier muss auch das BW hin, auf alle Fälle. Oh, das habe ich noch sowas von ganz groß, steht das auf der To-Do-Liste. Das müsste eigentlich dann das nächste Camp bald mal werden. Also wenn es was gleisbautechnisch angeht. BW und dann habe ich ja noch, dann kommt noch Schattenbahnhof. Ah, müssen wir mal gucken. Damit dann im Szenario hier ein bisschen verkehrlos ist. Ein bisschen abwechseln. So. Gibt es noch irgendwas Neues? Donald Trump ist jetzt Präsident. Zumindest am Tag, als ich hier aufnehme. Heute war gerade die Wahlen. Also da hat ja, was soll man sagen, überragend gesiegt. Aber er hat es halt geschafft vor der Hillary. Und ja, das ist jetzt so das, was er jetzt in den nächsten paar Tagen gemacht hat. Ob schon irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist oder irgendwas. Oder ob es ja, muss er vor allem erstmal ruhig angehen lassen, wenn er null Erfahrung hat. Wisst ihr doch eigentlich gar nicht, was so Phase ist. So ist zumindest meine Vorstellung. So denke ich über das Politiker-Dasein, das Präsidenten-Dasein nach. So. Dann ziehen wir nochmal den Zug wieder hier runter. Und dann, ja, okay. Weichen testen war es jetzt zwar nicht so sehr groß, aber ich glaube schon. Also eigentlich. Man müsste mal durchprobieren und dann, wenn man dann ein Szenario gemacht hat und das abschmiert, dann weiß ich, irgendwo ist noch eine Weiche. Ja, nächster Schritt, ne, eigentlich entweder BW oder halt wirklich hier sagen. Ne, eigentlich Straßen. Hubala, Verzeihung. Die Straßenplanung ist eigentlich das nächste. Was noch ein bisschen Vorrang hat, bevor man dann hier weiterhin anfängt, irgendwelche Häuser zu setzen. Müssen wirklich erstmal die Straßen irgendwie, zumindest nicht auf den Meter genau geplant sein, aber schon mal, wo sie lang gehen. Da tue ich mich ein bisschen schwer, weil wir ja dann auch die Sache haben mit der Straßenbahn. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Also hier wird wirklich, das ist ein Quadratkilometer, aber. Oh, das war ein bisschen arg fest rangekoppelt. Achso, hä? So rum. Dampflok zieht jetzt hinten mit. Also, na, man sieht die ganzen grünen Wiesen, die sollen nicht mehr grün bleiben, da sollen zumindest wenigstens Bäume und Büsche drauf oder Häuser oder Straßen, also wir werden hier noch einiges machen. Ich kann nochmal einen schönen Überflug machen, während hier diese Lok gerade anfährt. Also, nochmal kurz als letzten Plan, hier Kleingartenanlage, muss ich mal gucken, was wir da so schönes basteln können. Hier war ja eigentlich auch angesprochen, hatte ich das mal, eine Neubausiedlung, wirklich Einzelhäuser, wo drin man wohnen kann, was nicht Plattenbauten sind, sollen hier so hinkommen. Eventuell wollte ich trotzdem irgendwie nochmal an irgendeinen Kantenanschluss, vielleicht könnte man das auch wirklich hier drüben machen, dass wir einfach mal sagen, hier eine gerade Straße lang gehen, dass man einfach hier so einen Kantenabschluss hat, so einen Sichtschutz, muss ich mal ganz einfach so sagen, wie als Diorama halt, wo dann hier einfach bloß eine Brücke dann noch ist, also dazu verschwindet, ja halt das Bahnbetriebswerk und hier hinten dann einfach so eben Stadt mit Häuserzeilen und all sowas. Ich kann mir das gut vorstellen, hier hinten dann
irgendwie eine etwas größere Kirche, Marktplatz und all sowas. Aber ich denke mal schon, wir werden den Platz, wir werden Mühe haben, den zu füllen, aber ich denke mal schon, wir werden das irgendwie hinkriegen. Genauso, wenn dann hier das Straßenbahndepot hinkommt, das wird ja auch bestimmt nicht bloß dieser kleine Platz sein, den ich immer markiert habe. Also, die Straßenbahn, die wird ja hier, müssen wir vor allem mal platztechnisch gucken, ob das hier überhaupt passt mit zwei Gleisen. Oder ob wir wirklich hier eingleisig sogar fahren müssen und bloß dann an gewissen Haltestellen dann wie eine Begegnungsstelle haben. Das kann ich mir auch dann gut vorstellen. Also hier wird viel Verkehr sein, wenn ich hier einmal anfange, ein Szenario zu erstellen. Wird hier wirklich absolut mega viel sein. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf. Wissen wir, meinetwegen können wir auch wirklich, wenn ihr sagt, ich lese natürlich noch die Kommentare unter dem Video auf alle Fälle. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Wenn ihr wirklich sagt, wir wollen erstmal, dass ich jetzt wirklich alle Gleise hinlege, das schließt halt erstens mal Bahnbetriebswerk ein, was hier ist. Dafür diese zwei Abstellgleise, diese längeren und das hier hinten alles. Die Straßenbahn und alles, was dann im sogenannten versteckten Bereich ist. Na, ich sehe es immer ein bisschen alles Modellbahn und dementsprechend muss hier hinten ein sogenannter Schattenbahnhof hin, wo ich vielleicht Platz für wenigstens 7, 8, 9 Züge habe, dass hier vorne einfach immer mal wieder ein neuer Zug dann kommt im Szenario. Und genauso mit der Straßenbahn, dass da einfach zwei, drei Straßenbahnen ein bisschen im Kreis fahren. Das reicht bestimmt vollkommen aus, Hauptsache ist Bewegung da. Autos haben wir in dem Fall nicht so eingeplant, wir nehmen ja hier Straßen, wo nichts fährt. Aber ich glaube, das wird ein Leckerbisschen, wenn ich jeder mal ein Video mache. Geil. Gut, ich würde erstmal sagen, das war es an der Stelle von diesem Infovideo. So kurz ist es ja nicht mehr geworden, aber ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid. Ich habe es jetzt hier in dem Video euch angekündigt, was ab morgen hier Phase ist. Mit morgen meine ich ganz einfach der 14. November. Kann ja sein, ihr guckt es an einem anderen Datum an, also nicht am 13., wo das Video erscheint, sondern an einem anderen Datum. Ja. Ich hoffe, ihr wechselt. Wenn nicht, na, nicht so schlimm, ist ja kein Zwang. Und ich sag mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge auf dem neuen Kanal Carslix. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zur nächsten Folge, bis dahin und ciao.